Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Als ich endlich wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. So, und mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zu Baphomets Fluch, mein mittlerweile zweiter Anlauf. Und wir werden hier George Stubbard, unseren Protagonisten, bei seinen Detektivarbeiten, obwohl er ja gar kein Detektiv eigentlich ist, sondern nur ein war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort beteiligte Person, die einfach nur wissen will, worum es hier geht und was der Clown, der hier hinten in die Gasse verschwunden ist, mit dem Ganzen hier zu tun hat, werden wir begleiten. Und ja, ich spiele das Spiel mit haufenweisen Grafikfehlern. Das sollte mich allerdings nicht zu sehr stören, weil ich bin ja nicht so der, dass ich dann hier Ausraster kriegt, Bildschirm zusammenkloppt und so. Ihr seht das Spiel halt normal, weil Fraps nimmt das einfach normal auf, während ich irgendwie hier mit meinem Computer irgendwie macht hier Blödsinn und ich sehe das gerade hier wie, als wäre ich auf LSD in solchen Regenbogenfarben. Ich würde es gerne euch zeigen, das kann man aber irgendwie nicht. Selbst wenn ich jetzt sage, Bild kopieren und dann mal irgendwo hin kopieren und dann als Bild speichern, das seht ihr trotzdem nicht. Jo, warum ich das spiele? Ja, das ist halt so eines meiner Lieblings Point-and-Click-Adventure von früher. Habe ich aus der Packung Gold Games 2, woraus ebenfalls einer sogar vielleicht sogar noch mit besseren Lieblingsspielen ist, namens Toonstruck, könnte ich auch mal spielen, weil da ist auch der Hauptprotagonist, der Christopher Lloyd aus Zurück in die Zukunft. Aber ja, ich habe mich jetzt erstmal hier für das entschieden, weil eigentlich wollte ich das schon in der halben Ewigkeit mal wieder durchspielen. Wir sind hier in Paris
Der Clown hat das Ding hier in die Luft gejagt, war ja ein großes Tamtam. Der ist nach hier hinten verschwunden und ja, wir sind gerade ein bisschen verwirrt, was die ganze Kacke hier eigentlich soll. Gucken wir uns hier mal ein bisschen an. Wir haben hier diese alten lustigen Symbole, so ein Zahnrad, um damit zu interagieren, glaube ich. Nehmen, da können wir hier was nehmen. Hier liegt eine Zeitung. Und halt der Finger, der dann sagt, da hinten lang oder da rein. Und eine wunderschöne Lupe, da kann man eine Sache mit untersuchen. Mann, das sieht echt krass aus gerade. Hier ist alles so grell rot, dann geht's ins Pinke über. Kräftig. Ja, gibt's hier noch was? Da und, ach ja, und hier oben findet sich unser Inventar. Das heißt, wenn wir hier oben hingehen, dann öffnet sich das, damit es nicht die ganze Zeit zu sehen ist. Ist auch lustig, halt, ist auch noch einer der Charaktere mit einem unendlich großen Inventar, Taschen. Keine Ahnung, wie er das hier alles in die Taschen reinbekommt. Und wir untersuchen mal und wir untersuchen mal hier die Laterne. Klar könnte ich auf die Laterne klettern, aber das würde auch kein Licht in die Angelegenheit bringen. Ich hoffe außerdem, dass ihr mich versteht. Ich werde gerade mal noch die Lautstärke regeln. Besser zu laut als zu leise. Sprache mache ich mal lauter vom George. Ja, ich mache einfach mal alles laut, damit ihr das auch mitbekommt, was da abgeht. Und dann gehen wir gerade wieder rein. So, das ist auch immer kurzzeitig, ist es auch okay, das Bild bei mir, aber nach einer Weile kommen dann wieder die Pixel. Gut, die Laterne haben wir, ich mach nochmal Schatz. Klar könnte ich auf die Laterne klettern, aber das würde auch kein Licht in die Angelegenheit bringen. Ja, das macht Sinn und würde auch ziemlich blöd aussehen, wenn du dich jetzt auf die Laterne hängst. So, ah, oh mein Gott, einer, so als wäre unten eine Maus oder so. Okay, dann haben wir hier einen Stuhl, was kannst du damit machen? Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Aber nicht sehr viel. Okay. Gut. Ja, macht auch nicht sehr viel Sinn. Oh, hier ist ein Tisch. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen. Aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Kluge Entscheidung, George. Sehr kluge Entscheidung. Das Tolle ist außerdem, ja, ich habe das Spiel jetzt wirklich zuletzt. Mein erster Impuls ist, den Tisch ja, wieder ja, hin. George ist gut. Hab ich vor wie vielen Jahren gespielt, da konnte ich noch nicht mal richtig klar denken, war noch in der Grundschule, glaube ich. Irgendwann im 1999 könnte sogar 1998, 99 könnte hinkommen. Wann auch immer dieses God Games Ding rausgekommen war. Habe ich das zuletzt gespielt und seitdem nie wieder. Das heißt, ich werde noch meinen Spaß an den ganzen Rätseln haben. Auch wenn ich weiß, dass ich das bis zu einer gewissen Stelle mit irgendeiner dämlichen Ziege in so einer Burg ohne dem Buch geschafft habe, was ich schon ziemlich cool fand. Jo, hier ist eine Zeitung, nehmen wir die mal. Schau mal, was da drin steht, George. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Das ist aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest besteht aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Dann fällt mir die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Da steht Salaheddin 1345. Gut, Salaheddin. Wir merken uns das mal. Die Zeitung haben wir jetzt mitgenommen. Kann man die jetzt noch irgendwie verwenden? Kann man die dir geben? Was hast du jetzt ge... Zeitung? Ah, ist noch da. Gut, ich dachte, die wäre jetzt weg. Was machst du denn jetzt mit der? Kann ich die dir geben? Ich könnte damit agieren anscheinend. Nö. Okay, kann ich nichts groß mehr machen. Steht Salaheddin. Und noch so eine Zahl, hab ich mir jetzt nicht gemerkt. Okay, schauen wir uns mal hier noch die Scheibe an, bevor wir reingehen. Ich untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters bildeten. Stimmt, das Ding ist kaputt. You don't say! Okay, dann gehen wir mal rein, George. Das ist genauso pixelig.
Ja, hier ist auf jeden Fall alles kaputt. Ja, da wird sich nicht mehr viel machen. Oh mein Gott. Na gut, aber dafür, dass die Bombe hier auf so einem Hocker war, der steht noch. Das sind echt robuste Hocker. Fragen wir mal, oh, da liegt jemand. Gehen wir mal hin. Was ist hier noch? Oh mein Gott. Einfach vorbeigehen erstmal. Zieh sie mal, setz sie mal hin. Oh mein Kopf. Nie wieder. Alkohol. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobbart, Ma'am. Oh, Amerikaner? Es war eigentlich eine sehr unschuldige Frage, aber ich konnte ihre Vorbehalte fühlen. Das ist etwas, mit dem irgendwie alle Europäer zu kämpfen haben. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig, ich fühle mich mies. Und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Sind wir Arzt? Sind wir kein Arzt? Also, ich würde nur sagen, wir sind Arzt, damit wir sie ein bisschen...